Herzlich willkommen zur inoffiziellen Hanauer Stadtmeisterschaft. In unserem Votingspiel trifft der SC 1960 Hanau im Herbert-Dröse-Stadion auf den ältesten Verein Hessens, den ersten Hanauer FC 93. Erster gegen Zweiter, dazu ein Derby und knapp 1000 Zuschauer wollen dieses Spektakel in der Gruppenliga sehen. 2013 kämpften beide Mannschaften noch gegeneinander um den Aufstieg in der Kreisoberliga Hanau. Spieler, Trainer und Verantwortliche kennen sich. HSC-Kapitän Günay Günel ist besonders heiß auf das Derby. Für einen Berufskraftfahrer ist seine Mannschaft wie eine Familie. Auch der Spielführer des HFC 93 ist kein Unbekannter. Daniel Ziem stand 2006 mit Eintracht Frankfurt im DFB-Pokalfinale. Als Trainer von Rot-Weiß Frankfurt eilt er in der Hessenliga momentan von Sieg zu Sieg. Ab ins Spiel. Als erstes wagen sich die Gäste nach vorne. Larry Ransom kommt hinter die Abwehr und sucht einen Mitspieler. Da kommt er. Aber dieses Schüsschen hinterlässt keinen Eindruck beim Keeper. Da muss mehr kommen. Jetzt mal der HSC. Nein, das geht zu einfach. Vielleicht hat Rechtsverteidiger Ries ja eine Idee. Er sieht Tim Kraus starten, schickt ihn und der geht zu Fall. Der Stürmer viel zu schnell für seinen Gegenspieler, Erbis Schiemer. Klare Sache, Elfmeter, Notbremse und folgerichtig dann auch noch die rote Karte. Marcello Fiorentini schnappt sich den Ball. Er ist Römer, stammt aus der Jugend von Lazio, kennt also das Olympico. Der dürfte cool genug sein. Ja, 1-0 für die Gäste. Der 35-Jährige kam erst im Sommer durch die Freundschaft zu Trainer Antonio Abruzzese nach Hanau und erzielt hier sein 6. Saisontor. Richtungsweisend bei knapp 70 Minuten in Überzahl. Was ein Römer kann, das kann ich auch, denkt sich Günay Günel bei der Ecke. Doch Daniel Ziem steht dem Kämpfer im Weg. Für ihn verlegt 93-Coach Abruzzese auch schon mal das Training. Und wieder gibt es eine Ecke für den Sportclub. Die tritt natürlich Günel selbst. Geklärt. Aber der ist noch heiß. Jetzt eine bessere Flanke. Tesfallet mit dem Kopf. Vorbei. Da war der Student kurz vor seinem 3. Saisontor. Wir springen in den 2. Abschnitt und werfen einen Blick auf die Gäste. Was stellen sie eigentlich mit ihrer Überzahl an? Bisher nicht viel. Fiorentini zwar mit einem schönen Pass, aber der Offensive fehlt es an Durchschlagskraft. Die Elf von Sabas Yasharoglu hält hinten weiter dicht, steht tief und verteidigt gut. Garant dafür natürlich Günay Günel, der sich in jeden Zweikampf schmeißt. Eine Viertelstunde vor Schluss schaut der Sportclub wieder vorne vorbei. Der Freistoß bringt jedoch nichts ein. Abstoß. Ecke? Ungereimtheiten. Ja, Diskussion zwischen den Spielern und Schiedsrichter Klimek. Der Unparteiische gibt plötzlich Ecke. Kurz zur Aufklärung. Torschütze Marcello Fiorentini gab dem Referee den Hinweis, dass er noch dran war. Puh, starke Aktion. Und das in so einem Derby. Der folgende Eckball. Wird abgewehrt. Aber die Rot-Gelben setzen nach. Pfund in die Mitte und da steht Benjamin Braus. Unfassbar, das 1-1 in Unterzahl. Braus spielte in der Jugend bei Chievo Verona und saß sogar schon mal gegen den großen AC Mailand auf der Bank und hat sich damals wohl den Riecher von Pippo Inzaghi abgeschaut. Und ich erinnere nochmal daran, dass Marcello Fiorentini durch sein faires Verhalten die Ecke überhaupt zustande gebracht hat. Faires Verhalten, was bestraft wird. Die Fußballwelt ist eben nicht immer gerecht. Das letzte Anrennen der Gäste. Ziemen ordnet gut das Spiel seiner Mannschaft. Für die große Überlegenheit in Überzahl reicht es dennoch nicht. Der Kapitän wird bald wieder Vater und taucht jetzt vorne links auf. Tankt sich durch. Aber das ist zu eng und bleibt ohne Erfolg. Dann ist Schluss. Die Gastgeber erkämpfen sich einen Punkt und behaupten damit die Tabellenführung. Jubel bei Keeper Özes nach 70 Minuten in Unterzahl. Aber der Mann des Spiels, die tragische Figur, nach 90 Minuten, heißt heute Marcello Fiorentini. Gute Partie, gute Geste. Für uns ist dieser Auftritt ganz klar Fairplay-preisverdächtig. Ja.